Herzlich willkommen. Ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten von der Frau Görres die Anfrage zur Keynote bekommen, habe dann kurz geschluckt, weil ich mich tatsächlich im Alltäglichen nicht den ganzen Tag mit Normen beschäftige, sondern eher bei uns mit der Forschung. Habe aber heute meinen Kollegen aus der Kabelentwicklung dabei, dessen tägliches Geschäft das eher ist. Ich komme von der Lab-Gruppe. Die Lab-Gruppe ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, stellt innovative Verbindungslösungen her, Kabel, Stecker und Leitungen. Und da sind wir natürlich beim DKE genau richtig. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein. Viel spannender war allerdings die Anfrage zum Thema Gleichstrom zu referieren. Und da ist dann mein Forscherherz aufgegangen. Und das möchte ich heute auch mit Ihnen machen. Genau, ich möchte mich deswegen auch kurz vorstellen. Susanne Krich, ich leite seit drei Jahren die globale Forschung Vorausentwicklung bei der Firma Lab. Wir sind ca. 5.500 Mitarbeiter weltweit. Überall haben wir unseren Footprint. Und ich bin mit Übernahme der Forschung in ein Forschungsprojekt reingestolpert, das der eine oder andere, wie ich weiß, hier in der Runde kennt, nämlich DC Industrie 2. Wo es darum ging, die Gleichstromtechnologie nochmal auf den Prüfstand zu stellen und habe da eigentlich auch meine Faszination für das Thema erlebt. Und ich möchte jetzt genau das, was schon angesprochen wurde, aufgreifen, nämlich Ihnen zu erklären, warum Gleichstrom eine Renaissance erlebt und was wir vielleicht nach diesem Tag auch zum Thema Gleichstrom noch diskutieren sollten. Deswegen starten wir mal rein. Hier eine Diskette, die ich noch miterlebt habe, also so. Genau, jung bin ich dann auch nicht mehr. Genau, das Thema Gleichstrom wird vielfach als veraltete Technologie vielleicht gedacht. Dem möchte ich aber klar widersprechen und das kam heute schon mal an der einen oder anderen Stelle. Gleichstrom ist eher eine alte Technologie, keine veraltete Technologie. Und ich möchte Sie jetzt einmal zurück in die Vergangenheit nehmen, um zu schauen, woher kommt eigentlich das Thema Gleichstrom. Und da müssen wir tatsächlich ca. 130 Jahre zurückgehen, 1890 herum, zu der zweiten industriellen Revolution, wenn das dem einen oder anderen noch was sagt, nämlich das ganze Thema der Elektrifizierung. Und dem einen oder anderen von Ihnen werden vielleicht drei Männer was sagen. Einmal Thomas Edison, George Westinghouse und Nikola Tesla. Letzterer ist wahrscheinlich eh nicht mehr aus den Köpfen herauszubekommen. Und die drei haben tatsächlich damals, man sagt so ein bisschen den ersten oder einen Stromkrieg oder einen Krieg um eine Vorherrschaft einer Technologie geführt. Und Thomas Edison war starker Verfechter des Thema Gleichstroms. Es ging damals darum, die Elektrifizierung der Städte voranzutreiben und hier quasi Lösungen zu finden, um den Strom durch das ganze Land zu bringen. Er lag aber so lange im Vorsprung, bis George Westinghouse mit dem Thema Wechselspannung um die Ecke kam und es geschafft hat, auf energieeffizienterem Weg die Energie auch über lange Strecken zu transportieren. Problem war nämlich damals, dass die Transformatoren bei Gleichstrom nicht funktioniert haben. Ja, die elektromagnetische Induktion kann ich hier nicht nutzen. Es war schwierig, sozusagen die Spannung sehr hoch zu transformieren und mit einem niedrigen Strom über lange Strecken die Energie zu verteilen. George Westinghouse hat sich dann durchgesetzt. Thomas Edison hat noch mal kurz ein bisschen unfair gespielt. Ich hatte mal nachgelesen, hat den elektrischen Stuhl entwickelt, hat Tierversuche gemacht, um so ein bisschen zu zeigen, dass Wechselspannung gefährlich ist. Hat ihm am Ende nicht geholfen, denn George Westinghouse und Tesla haben dann quasi an den Niagara Falls das erste elektrische Werk gebaut, haben damit die Elektrifizierung der Städte vorangetrieben. Gut. Also Frage an Sie, warum sprechen wir heute über Gleichstrom? Schauen wir uns das mal an. Vielleicht nochmal rückblickend, und das finde ich auch ganz spannend, so auch als Ingenieurin, wie wir heute schon vielfach gehört haben, da steckt ja so ein bisschen der Erfindergeist mit drin. Edison und Westinghouse, egal wer gewonnen hat, haben sich damals eigentlich wirklich einen Kampf um die beste Technologie zu den besten Voraussetzungen zu der damaligen Zeit geliefert. Und das ist wie heute die Frage, wird das E-Auto, wird sich die Brennstoffzelle, wird sich der Verbrenner, was ist schlussendlich der Weg, wo wir hinwollen? Gut, machen wir ein bisschen technischen Deep Dive, aber nicht zu technisch, verspreche ich Ihnen, das kann man gerne nachher diskutieren. Schauen wir uns doch mal den Unterschied zwischen Wechselspannung und Gleichspannung an. Physikalisch eigentlich das Gleiche, wir reden über Strom und Spannung, wir reden über ähnliche Formen der Leistungsverluste, der Energie und so weiter. Es geht eigentlich einzig und allein um die Form des Signales, was hier übertragen wird. Man sieht hier schon, Wechselspannung hat alternierendes Vorzeichen. Damit ist dieser bereits erwähnte Effekt der elektromagnetischen Induktion nutzbar. Auf der anderen Seite bei einer Gleichspannung habe ich einen Strom, der quasi von einer in die andere Richtung fließt und nicht das Vorzeichen ändert.
Herausfordernd wird es dann, wenn ich beide anfange, ständig ineinander zu konvertieren, weil dann erzeuge ich Verluste und das sollte ich am besten vermeiden. Gut, nähern wir uns mal der Frage, warum wir uns eigentlich heute mit dem Thema Gleichstrom beschäftigen sollten. Und dazu müssen wir nochmal vor 130 Jahren anfangen und was seitdem eigentlich bis heute passiert ist. Und das fand ich selber in der Vorrecherche relativ spannend. 1890 hat sich erstmal Wechselspannung durchgesetzt, weil Gleichstrahlung nicht transformierbar war. Dann, ein paar Jahrzehnte später, wurden aber die Quecksilber-Dampfgleichrichter entwickelt. Und hier auf dem Bild dargestellt, man hat die elektrischen Eigenschaften von Quecksilber genutzt. Das heißt, an ein geschlossenes Behältnis mit flüssigem Quecksilber hat man eine Spannung angelegt, die hat sich erwärmt, verdampft und man hat dann quasi aus der angelegten Wechselspannung eine in der positiven Halbwelle gleichgerichtete Spannung gemacht. Und damit hat man auch ein paar Jahre später die erste gleichstrombasierte Lokomotive entwickelt. Und das war dann auch der Auftakt, das ganze Radio-, Telekommunikationsnetz oder auch teilweise die Elektrifizierung von Schmelzöfen zu überdenken. Ich glaube, bis heute reden wir nicht mehr über Quecksilberdampfgleichrichter oder teilweise noch. Sie nicken, genau, da sind Sie mehr der Experte. Aber was dann passiert ist, dass sich eigentlich das ganze Thema Halbleiterelektronik oder moderne Leistungselektronik durchgesetzt hat. Und man sieht hier auf der Darstellung, die Sie alle sehen, dass dann die Bell Laboratories den ersten Transistor entwickelt haben. Das ging dann über in die Entwicklung der Thyristoren und auf einmal war es auch möglich, mit dieser Halbleiterelektronik quasi Gleichspannung auf ein höheres Niveau zu transformieren. Und damit entstanden zum Beispiel die sogenannte Gotland 1, 2, 3, das war ungefähr irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann auf die Welt kam, also schon ein bisschen Historie, entstanden dann die ersten Hochspannungsgleichstromübertragungsstrecken. Man sieht hier damals so die Diskussion, 20 Megawatt bei 100 kV, man hat dann 1987 bei Gotland 3 schon über 130 Megawatt bei 150 kV gesprochen und die Geschichte des Gleichstroms hat sich eigentlich fortgesetzt. Das geht dann so weit, dass wir heute die Silizium-Carbid-basierten Thyristoren diskutieren mit höheren Schaltfrequenzen und die Reise jetzt sich eigentlich kontinuierlich fortsetzt. Trotzdem die Frage, mag ja schön und gut sein für den Gleichstrom, trotzdem, die meisten kennen von uns Wechselspannung, wir kennen unser Verteilnetz, warum reden wir darüber? Das machen wir deshalb, weil wir eigentlich mit viel mehr Gleichstromanwendungen zu tun haben, als vielleicht dem einen oder anderen, der noch nicht so tief im Thema drin ist, bewusst ist. Und dazu habe ich das mal versucht, sehr kompakt auf eine Seite zu packen. Schauen wir uns mal vier Gebiete an. Und das erste brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr stressen, das ganze Thema Photovoltaik. Wir haben heute einen enormen Zuwachs an einer Energiequelle, die uns direkt Gleichstrom liefert. Wir haben aber auch das Thema Windkraft. Und ja, hier wird Wechselspannung in erster Linie erzeugt. Aber gerade bei Offshore wird diese eigentlich direkt auf Gleichspannung übersetzt, damit man kapazitive Verluste verringert und hat quasi dann auch eine gleichstrombasierte Energiequelle. Wenn wir uns an unser Haus oder unsere Industriengebäude erinnern, wird überall LED eingesetzt. LED läuft auf Gleichspannung. Wir haben die Belüftung, die auf Gleichspannung läuft. Wir haben unsere Laptops, unsere Smart Devices. Wenn wir dann in Richtung Elektromobilität gehen, und das wurde heute schon thematisiert, haben wir im Auto auch unsere Gleichspannung. Wir laden sie zwar mit Wechselspannung, übersetzen das Ganze aber im Auto davor oder die verschiedensten Konzepte, die es heute gibt. Und dann gehen wir natürlich in die Industrie mit unseren gesamten Steuerungen, mit verschiedensten Anwendungen, DC-Motoren, die auch wir bei uns in der Kabelproduktion haben. Und das schlussendlich zeigt eigentlich, dass das Thema Gleichstrom nicht vor 130 Jahren gestorben ist, sondern sich über die Jahre mitentwickelt hat und vielleicht heute interessant ist, nochmal zu überdenken. Und warum? Und das ist natürlich nach so starken Vorträgen davor schwierig, deswegen mache ich es auch relativ knapp, möchte ich Sie noch einmal auf eine Metaebene hochnehmen, nämlich über das, was wir heute schon diskutiert haben, das ganze Thema, welche Balance müssen wir eigentlich auch vor allen Dingen in der Industrie finden. Und All Electric Society wurde diskutiert. Für mich ist es so, persönlich betrachtet, wir sprechen viel über Energiesparen, aber auf der anderen Seite durch die ganze Digitalisierung wird eigentlich auch immer mehr Energie benötigt. Und auf der anderen Seite möchten wir aber grüne Energie haben, unsere Umwelt schonen und so weiter. Das heißt, irgendwo muss das zu einhergehen. Und es wird vielfach diskutiert, wie erzeugen wir die Energie und wie wenden wir die Energie an. Was aber auch wichtig ist, ist zu betrachten, wie verteilen wir die Energie und welche Energieform ist hier die beste. So, und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen aufgreifen, was wir eigentlich am Anfang auch gesagt haben. Woher kommen wir? Wir kommen aus einer
Industrie 1.0 mit einer Mechanisierung, wir kommen aus einer Industrie 2.0 mit einer Elektrifizierung, dann die Automatisierung und sind heute eigentlich mitten in der Industrie 4.0. Wir sprechen aber, und das greift diese ganze Diskussion vorher eigentlich schon auf, auch über die sogenannte kommende Industrie 5.0. Man darf das Wort ja noch nicht so richtig im Mund nehmen oder nicht mehr, das ist ein bisschen Diskussion, wo wir einfach uns überlegen, dienen die Technologien uns oder werden wir von den Technologien überholt? Bei Industrie 4.0 wollten wir viel Effizienz machen. Jetzt kommt also der Mensch in den Mittelpunkt, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt und das Thema Resilienz unserer Industrien und Wertschöpfungen. Und damit muss man sich natürlich auch manche Technologien nochmal anschauen und auf den Prüfstand stellen. Also zusammengefasst als Zwischenfazit, es gibt vier Faktoren, die nochmal einen Blick auf DC befürworten. Erstens, wir haben extrem viele Anwendungen mit DC. Zweitens, erneuerbare Energien wie Photovoltaik sind eigentlich sehr einfach zu integrieren, weil wir schon DC bekommen. Drittens, DC ist durch die technologische Entwicklung, die wir gesehen haben, deutlich einfacher anzuwenden als in der Frühjahr und zu transformieren. Und das werden, glaube ich, auch noch meine Kollegen und Kolleginnen später erzählen, es bietet extrem viele Potenziale zur Erhöhung der Material- und Energieeffizienz. So, deswegen würde ich sagen, DC fühlt sich für mich so ein bisschen an wie zurück in die Zukunft. Und ich hoffe, dass der eine oder andere dieses Bild erkennt. Meine jüngeren Kollegen haben mich tatsächlich wirklich wie ein Auto angeguckt. Ich fand den Film cool, hat mir aber gezeigt, dass ich anscheinend auch schon älter bin. Also von dem her, aber dass Sie mitlachen, ist der Spaß heute nicht nur auf meiner Seite. Deswegen würde ich gerne drei Beispiele beleuchten, wo das Thema DC eigentlich heute oder in den letzten Jahren aufpoppt. Punkt 1. Wir reden verstärkt über die Nutzung, und zwar international, von Hochspannungsgleichstromübertragungsstrecken. Hier mal dargestellt, vier Strecken, die es in Deutschland schon gibt. Ich habe keine hübsche Grafik gefunden, um bestehende Projekte, aber die gibt es, aufzuzeigen. Und diese Hochspannungsgleichstromübertragungsstrecken haben mehrere Vorteile. Zum einen können sie sehr weit entfernte Netze gut miteinander verbinden, weil man keine Phasenlage hat, die man synchronisieren muss. Ich habe gerade bei Offshore-Windanlagen das Thema, dass ich keine kapazitiven Effekte habe, die ich hier ausgleichen muss. Ich habe keine Blindleistung, die im System herumvagabundiert. Und tatsächlich ist es so, und das sehen wir nachher auch nochmal, dass ich bei Gleichspannungskabeln und Leitungen weniger Kupfer benötige, weil ich eine Ader weniger habe. Und damit kommt nicht nur der Energieeffekt, sondern auch der Materialeffekt raus. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir sprechen eigentlich quasi heute verstärkt von sogenannten Nano- oder Microgrids. Das sind entweder Inselnetze oder Netzparallelbetriebe aus verschiedensten Gründen. Und ich habe, und das habe ich heute nicht mitgebracht, aber das können Sie gerne recherchieren, eine schöne Webseite gefunden, wo man alle Projekte weltweit sieht, die zum Thema DC, Nano- und Microgrids entstehen. Und ich glaube, das waren in Afrika über 60, in Indien, in China über 50, wahrscheinlich reicht es noch nicht mal, wo es einfach darum geht, direkt Energie vor Ort auf Gleichstrom zu erzeugen, zum Verbraucher zu bringen oder unsere heutigen sehr starken Netzstrukturen nochmal zu enablen, die zukünftige Volatilität und Last auszugleichen, indem ich quasi Parallelstrukturen schaffe, die diese Energien dahin bringen, wo man sie braucht. Dritter Punkt, und der wird heute noch vertieft, das weiß ich von meiner Kollegin vom Fraunhofer, ist das ganze Thema Gleichstrom in der Industrie. Und das Thema Gleichstrom in der Industrie ist daher begründet, dass, wenn wir uns mal so eine klassische Infrastruktur anschauen, haben wir quasi unsere Wechselspannung, die in die Industrie kommt, haben dann unsere Verteilstruktur auf Wechselspannung und fangen dann an, wild in der Gegend umherzurichten. Überall dort, wo Gleichstrom gebraucht wird, wird umgerichtet. Wir haben auf einmal Batteriespeicher, die brauchen aber auch Gleichstrom, also fange ich wieder an zu richten. Ich binde meine Solaranlage auf dem Dach ein und das geht hin und her und ich verliere Energie. Persönlich, und das war auch in den Forschungsprojekten und wird auch gerade vorangetrieben, ist dabei eine Gruppe von Menschen, und ich hoffe, Sie zählen da am Ende des Tages auch dazu, davon überzeugt, dass es schlauer wäre, direkt auf Gleichstrom zu wechseln und ein quasi sogenanntes industrielles Gleichstromnetz aufzubauen, einen DC-Bus, sodass zum Beispiel Solar, Speicher einfach zu integrieren sind und ich mir an vielen Stellen Wandlungsstufen spare. Das heißt, ich kann Wandler sparen, entweder direkt oder zweifach, und ich kann vor allen Dingen, das kommt dann in der Industrie vor allem zum Trage, Kupfer und Material sparen, weil die DC-Leitung wirklich eine Phase weniger haben. Dadurch, dass ich teilweise eine höhere Spannung habe, kann ich sogar so weit gehen, dass ich einen Querschnitt geringer machen kann und damit auch nochmal Kupfer einspare. Gut. All das
zeigt auf, hoffe ich, dass man sich mit dem Thema Gleichstrom beschäftigen sollte. Jetzt ist aber die spannende Frage, wie macht man das? Und das eine ist, und mittlerweile ist ja wirklich das Internet, hat alle Infos, die man braucht, wenn man weiß, wo man sie sucht, gibt es auch dazu eine Weltkarte, wo man sieht, wo überall Gleichstromprojekte laufen, aus den verschiedensten Blickwinkeln. Wir haben das Thema Datenzentren, was ich eben sträflich nicht erwähnt hatte, die auf DC laufen. Wir haben Forschungsprojekte zu DC, wir haben das ganze Thema Gebäudeautomatisierung, was unter DC nochmal diskutiert wird und industrielle Mikrogrids. Und das ist, glaube ich, jetzt nur ein Auszug von Projekten, die weltweit laufen. Spannender ist es auch zu sehen, wer schließt sich eigentlich gerade wo zusammen? Also wo entstehen auch Verbünde an Firmen, um das Thema zu pushen? Weil DC ist nichts, was eine Firma allein machen kann, sondern was wir nur im Verbund machen können. Die Emerge Alliance in den USA oder auch die Current OS Foundation, gepusht aus den Niederlanden, beschäftigen sich vor allem auch mit dem Thema Gebäudeautomatisierung, also Low Voltage DC in den Buildings. Es gibt jetzt, haben wir kürzlich gelernt, auch die China DC Alliance, die sich auch mit dem Thema Low Voltage DC auseinandersetzt. Und das ganze Thema DC in der Industrie wird vor allen Dingen aus der Open Direct Current Alliance, wo heute auch der ein oder andere Vertreter da ist, unterstützt, um quasi den Überschlag von einer vielleicht etwas ungreiflichen Technologie, mit der man sich lange nicht beschäftigt hat, in die Praxis zu schaffen. Dazu gibt es dann noch eine kleinere Vereinigung in Österreich, die aber dem ähnlichen Thema folgt. Zusammengefasst, und da das ein Impuls sein sollte für die ganzen Fachvorträge, die heute Nachmittag ja noch kommen, wollte ich da auch nicht zu viel vorne wegnehmen. Ich persönlich und auch die Personen, die sich in der ODCA in den verschiedensten Runden beschäftigen, sind überzeugt, dass wir mit Gleichstrom einen Beitrag leisten können. Das wird nicht die Welt retten, das ist, glaube ich, allen klar, aber es vermeidet Verluste, die vermeidbar wären. Natürlich gibt es auch hier Herausforderungen. Ich habe die mal hier zusammengefasst. Die Marktverfügbarkeit von bestimmten Komponenten, gerade im industriellen Umfeld, muss noch gestärkt werden. Auch die Erfahrung von Planungsbüros, wie nehme ich so ein DC-Netz jetzt in der Fabrik ab? Das kann man sehr sicher mit den Kollegen hier auch noch diskutieren. Standardisierung bei Kabel und Leitungen, weiß ich zumindest, dass man da relativ gut aufgestellt ist, aber das ganze Konstrukt sollte eigentlich nochmal neu beleuchtet werden, nochmal geschaut werden, passt das alles, wenn jetzt auf einmal DC hier stärker reinkommt? Und es geht um Education, es geht darum, mit Leuten zu sprechen, sie davon zu überzeugen, zu erklären, was sind die Vorteile. Und das heute ist auch Teil davon und auch die Diskussion, die wir später mit den Kollegen haben. Gut, von dem her vielen Dank von meiner Seite.